Das sind einige unserer Themen heute. Verkehr auf der L498 läuft wieder. Neues Begegnungszentrum im Winzler Viertel. Auf den Spuren Herzog Wolfgangs in der Bibontina und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Der Verkehr auf der ausgebauten L498 zwischen Donsiders und Waldfischbach-Burgalben fließt wieder. Unter Vollsperrung war die Strecke rund 15 Monate lang saniert worden. Mit der Verbreiterung, Kurvenaufweitung und Verbesserung der Sichtverhältnisse wurde die Verkehrssicherheit massiv erhöht, wie der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Dr. Volker Wissing vor Ort erklärte. Ein 1,6 Kilometer langer Abschnitt der L498 ist über 15 Monate lang für 3,2 Millionen Euro vom Land generalsaniert worden. Fahrbahnverbreiterung, neue Kurvenradien, eine Menge entferntes Holz sowie ein neues Entwässerungssystem gehörten zu den Maßnahmen. Die Pendler von Donsiders Richtung Waldfischbach und B270 waren durch die Arbeiten lange eingeschränkt, ebenso wie die Geschäfte im Ort. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, wenn man sich den Zustand der Straße vorher vor Augen führt. Also es war so, dass die Strecke, die L498 von Donsiders nach Burgalben, wirklich in die Jahre gekommen war. Der letzte Bauabschnitt war zwar schon saniert worden vor 7 Jahren, Ortsausgang Donsiders, aber der Rest der Straße musste auch eine Linienführung, weil die Busse und auch die LKWs mittlerweile ganz andere Dimensionen angenommen haben, geändert werden. Und deshalb machte es die Maßnahme auch notwendig, in diesem Umfang im unteren Bereich die Sanierung über eine längere Phase durchzuführen. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing ließ es sich nicht nehmen, zur Streckenfreigabe selbst vorbeizuschauen. Er lobte vor allem den Aufwand der Männer, die bei Wind und Wetter an der Straße gearbeitet hatten. Zudem betonte er, dass ohne Straßen, ohne Individualverkehr Leben im ländlichen Raum wie in der Südwestpfalz nicht denkbar sei. Hatte sich auf der vom Landesbetrieb Mobilität als Bergstraße geführten L498 zuvor eine Haarnadelkurve an die nächste gereiht, findet man nun eine regelrechte Panoramastrecke vor, zeigte sich der Bürgermeister von Donsiders und Kreisbeigeordneter Peter Spitzer begeistert. Waldfischbach-Burgalbens Verbandsbürgermeister Lothar Weber betonte derweil, dass gut ausgebaute Straßen die Menschen miteinander verbinden und so die Lebensqualität steigern. Die Anbindung von Donsiders nach Waldfischbach-Burgalben und zur Achse nach Kaiserslautern ist nun wieder frei befahrbar. Mit dem nun eingeweihten Bürgerzentrum ist das PS-Patio-Projekt im Winzler Viertel von Pirmasens komplett. Das Gebäude mit 270 Quadratmetern Nutzfläche wurde von den Verantwortlichen ebenso vorgestellt wie die neue Ansprechpartnerin für alle Anliegen im Viertel. Wir waren beim Pressegespräch und Rundgang dabei. 735.000 Euro hat der Neubau des Bürgerzentrums gekostet. Das Land Rheinland-Pfalz war dabei mit 544.000 Euro an der Finanzierung beteiligt. So wurde ein öffentlicher Raum für Begegnungen und Quartiersarbeit im Winzler Viertel geschaffen, wie der theologische Vorstand der Diakonie Norbert Becker betonte. Das Gebäude soll dabei nicht nur den anliegenden PS-Patio-Bewohnern, sondern allen aus dem Winzler Viertel offen stehen. Neben der bereits im nun geschlossenen Patio-Laden tätigen Cornelia Schwarz hat man mit der neuen Quartiersmanagerin Katrin Kölsch eine weitere Ansprechpartnerin für die Bürger gefunden. Also bei uns ist es so, dass wir werden einen Wocheplan haben, der sich daran orientiert, was für Bedarfe es gibt im Quartier selbst. Also in erster Linie geht es in der ersten Zeit, der Anfangszeit, jetzt darum, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, die Leute zu erreichen, zu gucken, was gibt's, was wäre interessant, was wäre spannend zu machen. Aber gleichzeitig haben wir schon vom Patio-Projektlade bestimmte Projekte und Gruppen, die einfach weiterlaufen wie bisher. Die haben dann zu festen Tagen, zu festen Zeiten ihre Gruppe, also beispielsweise Mutter-Kind-Gruppe.
oder im Seniorencafé findet so oder so statt. Und dann werden wir noch feste Sprechzeiten installieren, die, zu denen wir immer hier sind, zum Zuhören, zum Kümmerer sein, zum Interessen hören. Und es wird sich dann in der nächsten Zeit noch verfestigen. Genau. Das mehrfunktionale, barrierefreie Bürgerzentrum umfasst neben dem Büro auch einen großen Mehrzweckraum mit TV für gemeinsam erlebte Übertragungen, eine Küche für Kochabende und einen Konferenzraum. Speziell der große Raum kann durch Anordnung oder das Entfernen der Tische so genutzt werden, wie es die jeweiligen Nutzer möchten. In einem weiteren Raum kann ein gemütliches Aufenthaltszimmer entstehen. Das Freigelände soll die Funktion des Gebäudes als Treffpunkt im Quartier unterstützen. Wie alle Patio-Gebäude ist auch dieses an die klimafreundliche Fernwärme angeschlossen und könne mit einer besonderen Dämmung glänzen, dank der man auch im Hochsommer ohne Klimaanlage auskommt. Die Ansprechpartnerinnen Kölsch und Schwarz sind ab sofort von montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr im Bürgerzentrum anzutreffen. Nachmittage kommen nach Bedarf hinzu. Ja, also wir stellen uns so vor, dass es eine Begegnungsstätte wird, dass die Leute hierher kommen, hier ihre Zeit verbringen, auch aus Eigeninitiative vielleicht sich entscheiden, auch mal hier auf dem Grillplatz was zu starten, spontan, nachmittags, wie das einfach auch in einem Familienverbund ähnlich ist, zu sagen, wann grillen wir heute, dann lass uns das doch anfangen und dass es einfach so eine Eigendynamik annimmt und wir quasi nur die Impulse setzen, an welcher Stelle man das starten könnte. Das wäre so meine Vision. Die Bauhilfe war gemeinsam mit dem Diakoniezentrum und der Stadt von Anfang an bei PS Patio beteiligt. 77 Häuser mit insgesamt 900 Mietern besitze sie im Winzler Viertel, so Matthias Reiser. Das Quartiers- und Nachbarschaftskonzept Patio sollte Lebensraum für mehrere Generationen schaffen. Oberbürgermeister Markus Zwick sieht das Bürgerzentrum darüber hinaus nur als Anfang für weitere Begegnungszentren, die künftig beispielsweise auch auf dem Horeb entstehen könnten. Für die Innenstadt habe die Diakonie bereits mit dem Mittendrin ein ähnliches Angebot erfolgreich geschaffen. Der eigentliche Name für das Bürgerzentrum im Winzler Viertel war zur Eröffnung noch nicht vergeben. Bei einem großen Einweihungsfest am 6. September soll er von den Gästen gewählt werden. Die Vorschläge werden erst an diesem Tag bekannt gegeben. Unter dem Titel Auf Herzog Wolfgangs Spuren widmet das Landesbibliothekszentrum in der Zweibrügger Bibliotheca Bibontina dem berühmten Adligen anlässlich seines 450. Todestages eine Ausstellung über sein Leben und Wirken. Zu sehen ist die Zusammenstellung noch bis zum 27. September 2019. Auch wir haben sie besucht. Den Namen Herzog Wolfgang kennen viele Zweibrücker mit Sicherheit. Er kann ihnen schon in Straßen oder Schulnamen begegnet sein. Ausgehend von den Spuren seines Wirkens, die man noch heute in der Stadt sieht, folgt die Ausstellung in der Bibliotheca Bibontina ihm durchs 16. Jahrhundert. Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken, der weit über die Grenzen der Pfalz hinaus bekannt war, starb vor 450 Jahren. Zu Lebzeiten stritt er gegen König und Kaiser für seinen protestantischen Glauben, erließ eine der großen und maßgeblichen Kirchenordnungen in Deutschland und gab das erste evangelische Gesangbuch heraus. Also für Zweibrücken eben ganz wichtig, er hat 1559 die Schule im ehemaligen Kloster Hornbach gegründet und das war damals eben schon sehr revolutionär, dass er eben gesagt hat, Schule ist einfach wichtig. Man muss dann natürlich wieder differenzieren, er hat für seinen Staatsdienst ausgebildet und auch Pfarrer ausgebildet. Das heißt, es war vielleicht nicht ganz uneigennützig, aber zu der Zeit eben schon sehr seiner Zeit voraus. Basierend auf den Planzeichnungen der Bibliothek des Kloster Hornbachs wurde auch ein kleines Modell gebaut, das ein Stück Vergangenheit plastisch darstellt. Die ausgestellten Objekte, die in dieser Form erstmals so zusammenkommen, zeigen viele Facetten aus dem Leben des pfälzischen Herrschers und der Stadt Zweibrücken. Nur wenige sichtbare Zeugnisse aus Wolfgangs Zeit sind geblieben. Auch über das Alltagsleben der historischen Person ist nur wenig bekannt. Einen kleinen Einblick in seine Welt ermöglichen Zeitzeugenberichte in Form von Quellen, die in unterschiedlichen Bibliotheken und Archiven aufbewahrt werden. Die besonderen Stücke, die wir hier zeigen können, jetzt unabhängig natürlich von unseren Schätzen, die wir aus dem Bestand auch zeigen, unter anderem die Kirchenordnung für Zweibrücken,
sind eben Archivalien aus dem Herzog-Wolfgang-Archiv. Und die sind normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern wirklich nur interessierten Forschern und Wissenschaftlern. Und die konnten wir hier ausstellen, unter anderem eben eine Archivalie, die Dokumente über das Spital in Zweibrücken beinhaltet. Herzog Wolfgang hat da nämlich auch gespendet, dass da auch der Zustand besser wird für die Pflege der Kranken und Pflegebedürftigen. Und dann auch ein Dienerbuch, das die Ausgaben zu Herzog Wolfgangs Zeit eben beinhaltet, um zu zeigen, was kostet der Staatsdienst denn? Und es sind eben nicht nur die Bediensteten, was wir heute als Diener vielleicht verstehen, sondern auch die, die im Dienst standen, die ganz enge Vertraute des Herzogs waren. Ein ebenfalls gezeigter handschriftlicher Bericht zum Frankreich-Feldzug im dritten Hugenottenkrieg 1569, verfasst von einem Augenzeugen und Mitreisenden Herzog Wolfgangs, gibt Auskunft über seine letzten Wochen. Mit der Ausstellung auf Herzog Wolfgangs Spuren möchte das Landesbibliothekszentrum zeigen, wie aktuell Herzog Wolfgang noch immer ist, was er für Zweibrücken hinterlassen hat und wie wichtig es ist, ihn als Person zu kennen. Sie ist noch bis Freitag, den 27. September in der Bibliotheca Bibontina, Bleicher Straße 3 zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Den Zusammenhalt zwischen den Menschen stärken und Begegnungen schaffen. Das sind die Ziele des Projekts der Vereinigten Bewegungsspieler Zweibrücken. Unter dem Namen Sport verbindet werden verschiedene Ausflüge mit Menschen aus verschiedenen Kulturen veranstaltet. Über das geförderte Bundesprogramm Demokratie leben ging es diesmal in den Schwarzwald. Mit insgesamt 10 Familien ging es in Zweibrücken vor dem Sportheim der Vereinigten Bewegungsspieler los. Für das Projekt Sport verbindet ging es für 3 Tage nach Triebeck in den Schwarzwald. Bevor die Anreise angetreten werden konnte sich jeder mit einem kleinen Frühstück stärken. Denn die Freizeit hatte mehrere Programmpunkte auf dem Plan. Wir fahren zu den Vogtbauernhöfen. Das ist so ein Freilichtmuseum. Und da kann man sehen, wie haben die Leute so vor 150, 200 Jahren hier in Deutschland gelebt. Weil das ist für viele auch ganz interessant, weil sich das gar nicht vorstellen können. Wie sah das Leben vor 200 Jahren zum Beispiel in Deutschland aus? Außerdem stand das Thema Sport im Vordergrund. Es wurde ein Tischtennis- und Kickerturnier veranstaltet, sowie die Triebecker Wasserfälle besucht. Das sind die höchsten Wasserfälle in Deutschland. Und morgen Abend ist noch ein bunter Abend, da wird noch getanzt. Die Kinder, die haben schon einen Tanz oder Tänze einstudiert, immer dienstags. Und als Überraschung für die Eltern ist ein Flashmob geplant. Die Reisegruppe bestand aus 40 Personen, die in einem Selbstversorgerhaus untergebracht wurden. Ein wichtiges Ziel des Projektes ist auch, den Zusammenhalt zu stärken. Deshalb wurde auch gemeinsam das Frühstück gestaltet und zusammen gekocht. Es sind auch alleinstehende junge Männer da, die halt auch alleine nach Deutschland kamen, zum Beispiel aus Guinea oder Gambia. Und ja, da wollen wir auch gucken, dass wir vielleicht so ein bisschen familiärer Anschluss gestalten können und dass die sich halt auch in Deutschland hier willkommen und geborgen fühlen, ja. Da hier ganz verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, musste die Gruppe sich natürlich auch auf die Gerichte einigen. Es gibt Spaghetti, ganz, ganz international. Natürlich sind einige muslimische Menschen dabei, aber das haben wir letztes Jahr schon gemacht und das wird dieses Jahr auch wieder sein. Es gibt alles ohne Schwein, Geflügel und Rinderhack, ja, zum Beispiel für die Bolognese-Soße, aber das ist auch kein Problem. Also da vermisst eigentlich niemand irgendwas, aber es gibt ganz einfach Spaghetti, da freuen sich alle schon drauf, ja. Auch in Zukunft will sich der Verein Vereinigte Bewegungsspieler Zweibrücken für die Inklusion und Integration der Menschen einsetzen. Mit dem Bundesprogramm Demokratie leben stehen auch in Zukunft einige Projekte an, die die Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern zusammenbringen. Musik.
Ende Juli wurde zur Auftaktveranstaltung der sogenannten digitalen Botschafter in die Räume des Ruth-Alba-Rathauses eingeladen. In mehreren Treffen kommen dort seither interessierte Senioren zusammen und setzen sich mit Hilfe geschulter Fachleute mit dem Thema Internet und allem, was dazugehört, auseinander. Wir durften auch dabei sein und mit einigen Verantwortlichen reden. Wenn man weiß, wie es geht, kann das Internet einem den Alltag um einiges erleichtern. Da viele Menschen damit noch Probleme und Schwierigkeiten haben, wurde der digitale Stammtisch ins Leben gerufen. Hierdurch finden mehrere Informationsveranstaltungen rund um das Thema Internet statt, wie Digitalbotschafter Peter Kiefer erklärt. Der digitale Stammtisch ist eine Einrichtung, die rheinland-pfalzweit Interessenten zusammenbringt, die an verschiedenen Standorten in Rodalben, in Koblenz, in Speyer zum Beispiel, die dann die Möglichkeit haben, direkt live Fragen zu stellen an entsprechende geschulte und kompetente Leute. Und dann kann man also selber praktisch seine Fragen dann noch vorbringen und sich informieren. Eingeladen sind alle Interessenten, die sich noch nicht sonderlich gut mit den neuen Medien auskennen oder ihr Wissen weiter ausbauen möchten. Viele verschiedene Themen werden anschaulich erklärt. Alle Themen, die mit Digitalisierung zu tun haben, das sind also zunächst mal Handy oder Smartphone, Tablet, PC, Internet allgemein und Online-Banking und was alles damit zusammenhängt. Zum Digitalbotschafter kann jeder werden, der Interesse und Bereitschaft zeigt, an den nötigen Schulungen teilzunehmen, wie es auch Peter Hartl gemacht hat. Aufgaben hauptsächlich sehe ich bei den digitalen Botschaftern, Leute, die noch nicht mit Smartphone, Handys, Computer zu tun hatten, die zu motivieren, sich da einzuarbeiten, um auch an der digitalen Welt, die ja sehr interessant ist und sehr vielseitig ist, teilzunehmen. Die Bevölkerung wird immer älter, wird immer kontaktärmer und deswegen ist doppelt wichtig, dass diese Leute lernen, über die digitale Welt sich zu kommunizieren, auszutauschen und eben am Weltgeschehen teilzunehmen. Anmelden kann man sich auf der Webseite der digitalen Botschafter unter www.digibo.silvertips.de/digitale-stammtische. Auch im 40. Jahr seines Bestehens veranstaltete der Hundesportverein Münchweiler 2019 seinen Tag des Hundes. Auch diesmal gestalteten die Verantwortlichen ein attraktives Programm rund um des Menschenliebling. Aber sehen Sie selbst. Wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Der schenk ich eine Luftmatratze. Unter dem Motto Wir werden 40 konnte der Hundesportverein Münchweiler bei herrlichem Sommerwetter den Tag des Hunds 2019 durchführen. Das Vereinsgelände war von vielen Helfern für den Tag bestens vorbereitet worden. Zahlreiche Sitzgelegenheiten und schattige Plätze luden zum Verweilen ein. Und auf diese Helfer ist die Vorsitzende Gabi Lips besonders stolz. Also wir sind total stolz auf unser Verein, auch auf unsere Vorarbeit von unseren ehemaligen Vorständen. Das war alles super. Und wir sind einfach nur stolz, dass wir so tolle Leute im Verein haben, die uns immer unterstützen. Auch in diesem Jahr gab es auf dem Vereinsgelände die Möglichkeit, auf einem kleinen Markt alles rund um den Hund zu bestaunen oder sich über Aktuelles zu informieren. Die zahlreichen angebotenen Leckereien für den Menschen fanden auch schnell ihre Abnehmer. Bitte alle wählen einmal Eislauf. Am Nachmittag gab es verschiedene Vorführungen. Die Besucher hatten die Möglichkeit, den schönsten Hund zu wählen oder Kunststücke zu bestaunen. So zeigte der BG Pirmasens, wie ein Hund zum Schutz im Falle eines Angriffs trainiert werden kann. Wie musikalisch Hunde sein können, erlebten die Zuschauer bei der Vorführung der Dogdancing-Gruppe. Diese Sportart stammt vom Obedience ab und basiert wie dieses auf grundlegendem Hundegehorsam und stellt hohe Anforderungen an Mensch und Tier. Typische Kunststücke sind beispielsweise Beinslalom, Rückwärtsgehen, Seitengänge, Drehungen und Pfotenarbeit.
Eine zweite musikalische Einlage steuerte die Formationsgruppe des HSV mit ihrem Tanz der Nudel bei. Die Siegerehrung der verschiedenen Wettbewerbe übernahm Bürgermeister Georg Denz. Über 20 Preise konnte er überreichen. Für Denz ist der Tag des Hunds schon fester Bestandteil der Münchweiler Veranstaltung und dieses Jahr sein letzter Besuch als amtierender Bürgermeister. Zuerst freue ich mich mal, dass ich heute noch mal hier sein durfte, offiziell. Der Hundesportverein ist ja einer von unseren sehr guten Vereine Münchweiler, von denen wir viele haben, aber der Hundesportverein, der hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt, das ist eigentlich sagenhaft. Wir haben hier eine schöne Hundesportanlage mit Heim, wo sich auch viele Nicht-Münchweiler wohlfühlen. Unser Hundeverein wächst, ist auch der Verdienst der Verantwortlichen. Und wenn man so ein schönes Fest gestalten kann, wie die das heute wieder zusammengebracht haben, allen Respekt und meinen herzlichen Dank von der Gemeinde Münchweiler. Und ich wünsche dem Hundeverein für die Zukunft alles Gute, dass sie sich weiterentwickeln und dass sich die Hunde und ihre Herrchen und Frauchen hier weiterhin so wohlfühlen, wie das fast immer ist. Die Vorsitzenden des HSV überreichten ein Geschenk an den Gastverein mit den meisten Teilnehmern. In diesem Jahr waren es die Hundefreunde BG Pirmasens. Vor dem Fest ist nach dem Fest. So stehen in diesem Jahr noch einige Veranstaltungen zum 40-jährigen Jubiläum an. Im Januar wird unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert, weil wir ja eigentlich erst im Dezember 40 Jahre werden. Das heißt, wir wollten nicht vorfeiern, deswegen steht auf unserem Plakat da überall, wir werden 40 Jahre. Und im Januar wird es ganz groß nochmal in unserem Bürgerhaus hier in Münchweiler gefeiert. Also wir wollen Ehrungen durchführen, wir denken an unsere alten Mitglieder und da hoffen wir einfach nur, dass viele Leute auch kommen und uns unterstützen und dass es ein ganz tolles Fest wird. In geselliger Runde ließ so mancher den diesjährigen Tag des Hunds ausklingen. Und ganz wichtig, die Hunde hatten an diesem Tag auch ihren Spaß. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie's gut und tschüss.